Auf Fotos ist Macron in dem Club ohne Sakko und mit hochgekrempelten Ärmeln zu sehen. Videoclips zeigen, wie er sich im Stehen rhythmisch zur Musik bewegte. Auf einem anderen erkennt man, wie Macron sich mit einem von Fela Kutis Söhnen an einer traditionellen Trommel versuchte. Macron war im Alter von 23 Jahren Praktikant in der französischen Botschaft in Nigeria gewesen. Ich kenne den Club bereits und habe noch ein paar Erinnerungen daran, sagte der inzwischen 40-Jährige vor dem Besuch in dem Nachtclub. Schon vor 17 Jahren feierte er hier. Nun, bei einem Staatsbesuch in Nigeria, taucht Frankreichs Präsident Macron erneut in einem legendären Nachtclub auf und zeigt sein musikalisches Talent. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Dienstag ausgelassen in einem nigerianischen Nachtclub gefeiert. In der Wirtschaftsmetropole Lagos gönnte sich Macron während seines zweitägigen Besuchs in Nigeria im Club des legendären Afrobeat-Musikers Fela Kuti eine Auszeit. Das ist afrikanische Energie, schrieb Macron auf Twitter zu der schwungvollen Musik. Er hoffe, dass viele Europäer diese Energie auch einmal selbst kennenlernen würden. Er hoffe, dass er nun als Präsident in dem Club nicht die ganze Party verderben würde, scherzte Macron während einer Pressekonferenz mit Nigerias Präsident Muhammadu Buhari. Macron begann seinen Besuch in Afrikas bevölkerungsreichster Nation am Dienstag mit politischen Gesprächen in der Hauptstadt Abuja. Am Mittwoch sollte er in Lagos unter anderem ein neues französisches Kulturinstitut einweihen und junge Unternehmer treffen. Quelle: NTV. De